Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Ausgabe von mir in Ark Survival Evolved. Ihr seht, es ist noch Nacht, ja, dementsprechend muss ich mir ein bisschen vorsichtig sein, weil ihr wisst ja, nachts sind alle Katzen grau, kein Mensch weiß, was hier so abgeht. Ich traue mich nicht, jetzt hier diesen Triceratops anzugreifen mit meiner kleinen billigen Axt. Das scheint mir noch nicht der richtige Weg zu sein. Dementsprechend gucke ich mal so ein bisschen, ob es sonst sowas gibt hier, was man in der Nacht abbauen könnte. Ja, ich bin übrigens gefragt worden, sehr häufig, ja, kommt denn jetzt Ark Survival Evolved als kostenloses Spiel bei Epic Games? Weil letzte Woche schien es ja zunächst so zu sein. Aber dann hat sich der Leak, der einige Wochen zuvor veröffentlicht wurde, dann doch zur Überraschung vieler und auch zu meiner persönlichen Überraschung, hat sich nicht bewahrheitet. Ja, also mit anderen Worten, das Spiel kam nicht. Und es hat dann zu zahlreichen Diskussionen geführt, sowohl bei mir auf dem Channel, wie auch natürlich im Internet im Allgemeinen. Mir macht das Angst. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass das Ganze dazu geführt hat, dass das Spiel nicht kam. Viele Diskussionen. Mein kostenloses Video hatte unfassbar viele Aufrufe. Ja, aber so ist es halt. Manchmal läuft es halt so. Da kann man nichts dran ändern. Was ist das? Hallo du! So, ich brauche nämlich von diesem Hide und deswegen schlachte ich hier diese Biester ab. Es wäre ja auch schön, wenn es irgendwann mal wieder Tag werden würde, aber ich gehe es auch in der Nacht an, das ist mir egal. Bleib mir weg. Bleib weg. Wir sind doch Freunde, oder? Ich habe dir nichts getan. Okay, alles cool. Alles cool. So, mir ist kalt. Oh, hier kommt der Nächste. Hallo, mein Freund. Sechs Hide. Da kann ich mir langsam Gedanken machen, wie es aussieht. Achso, ich will hier immer mit Tab aufs Inventar zugreifen. Ist natürlich Quatsch. Hier, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein bisschen Fiber und ein bisschen Hide. Okay, alles klar. So, ich kann ihn hören, aber nicht sehen. Ah, da. Du brauchst nicht laufen. Bleib hier. So, fünfmal Hide. Das wird langsam. Es dauert zwar alles ein bisschen seine Zeit, aber so langsam wird es. Und ich steuere einfach mal auf dieses Licht zu. Da ist es ja zumindest hell. Arg hell, ne? Alter Schwede. Ja, voll die Pfütze. Da schwimme ich durch. So. Jetzt würde ich ja gerne hier hoch. Mal sehen, ob das so klappt, so ohne weiteres. Ah doch, das geht ganz gut. Das geht, es klappt. Also zumindest relativ weit komme ich damit. Nur nicht ganz hoch. Doch, geht. Hallo, Dodo. Oh, ich habe irgendwie... Irgendwas hat mich hier wieder gestochen. Oder ich wurde sonst wie angegriffen, hab's jetzt aber irgendwie nicht gesehen. Alter, was ist denn das? Komme ich jetzt auch nicht hoch? Hi, ist es hell. Brutzelt mir gleich die Augen weg. Oh, shit. Ja.
ein Level ab. Okay, es gibt jede Menge Hide. Das ist ja schon mal erfreulich. Denn eigentlich müsste ich jetzt in der... Jawohl, 38 Hide, sehr gut. Jetzt muss ich ja eigentlich nur... Oh, ich höre schon wieder irgendwie Geräusche. Alter, ich mache mich ja gleich ins Hemd. Ganz ohne Scheiß, was ist das? Explorer Note? Okay. Oh, jetzt ist es aufgegangen. Hier! Das ist ja toll. Was ist das? Was, wie war? Ich bin total begeistert. I never thought this island was normal exactly. I mean, there are giant obelisks floating in the sky. Ja, genau, das habe ich gesehen. For Pete's sake. Not to mention that cave I found. Ach, eine Höhle. Which hit a platform similar to those found at the base. Aha. Ich hab gepupst. Well, similar except for those oddly shaped holes. Irgendwelche Löcher? Aha, aha. I guess I just didn't care about all that. So long as I had my beautiful, unique and untainted ego system to study, I was happy. But now? No, I shouldn't write it off just yet. Not before I arrive at Rockwell's. There's still a chance that my data is off or that I missed something obvious. I won't give up my paradise just yet. Okay, also irgendjemand war schon mal hier, hat es gesehen, hat irgendeine Höhle gefunden, in dieser Höhle wiederum. Das habe ich nicht ganz verstanden hier. Irgendein Podium und da hat es irgendwelche Löcher da drin. Keine Ahnung. Ich muss mal sehen, was es am Fuß dieses Obelisken gibt, weil dort muss es so ähnlich sein. Da gibt es auch so eine Plattform. Sehr interessant. Oh ja, toll. Hier, Helena, Note Number 7. Ich habe irgend so ein Secret Item gefunden. Was ist denn das da drin? Sieht aus wie eine Kralle. Kann ich aber nicht aufnehmen, so wie es scheint. Überall Geräusche, ich werde da irre, echt. So, ich muss ganz kurz, ich habe einen Tipp bekommen von einem meiner Zuschauer, der hat gesagt, leg dir doch die Sachen da unten rein, du Simpel, dann kannst du die nämlich ganz easy im Schnellzugriff quasi aufbewahren, und er hat vollkommen recht, das macht die Sache natürlich unfassbar viel einfacher. So. Das heißt jetzt nämlich, dass ich die Axt nicht nur schnell aufnehmen, sondern auch schnell ablegen kann. Und sogar mit einer tollen Animation, ist das sensationell. Yay. Macht ihr das bei den anderen auch? Und ob? Und bei der... Oh. Gar nicht schlecht. So, wie sieht es denn aus mit dem Level Up? Da muss ich auch wahrscheinlich irgendwie mal aktiv werden. Sonst wird das nichts. Points available 3. Also. Health wäre mal ganz gut. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Gewicht rumtragen und ein bisschen Stamina. Super. Und jetzt habe ich hier 30 Punkte. Ohne Scheiß. Das ist eine Menge. Spyglass. 2 Punkte. Simple Bad. Cooking Pot. Oh, toll, gibt es hier tolle Sachen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Also, Simple Bad. Slingshot. Wie viel habe ich noch? 22. Jetzt noch 16. Spyglass. Kompass. Jetzt noch, wie viel habe ich noch? 9. 9. Ein Sattel. Und ein Cooking Pot. Ich mache mir den Cooking Pot. Zack. Was heißt denn das da unten? 368 Sekunden und so. Eieiei. Also mittlerweile ist wieder Tag, glaube ich. Oder ist es nur so hell wegen diesem Licht? Was ist das? Supply Crate. Access Inventory.
Ach so. Ach, an den Lichtern, da verbirgt sich also irgendwie, da kriege ich was dafür. Jetzt habe ich diesen Sattel bekommen. Naja, gut. Okay. Jetzt legen wir erstmal die Axt weg. Können hier hinten vielleicht. Das ist eigentlich auch voll der tolle Spot, ne, für ein Lager. Keine Ahnung, ob das mit dem Baum hier. Bei der Forest heißt ja immer, nicht bei den Bäumen. Nicht bei den Bäumen. Bloß kein Lager bei den Bäumen. Aber das hier ist natürlich schon ein geiler Spot. Gut, es wird nicht mein erstes und mein letztes Lager sein, deswegen kann ich ja wahrscheinlich noch relativ lange irgendwas machen. Jetzt bin ich bloß gespannt. Ah, oh, jetzt kann ich endlich mal diesen Schlafsack machen. Ich habe einen Schlafsack. Juhu. Wirklich toll. Ja, soll ich jetzt hier noch ein Lager bauen? Macht es Sinn oder ist es schon völlig übertrieben, dass ich jetzt so früh im Spiel schon. Könnt ihr noch mal ein bisschen gucken, was hier sonst noch so hat. Wo geht's denn? Ich hab doch den Kompass erlernt. Ach, ich will schon wieder mit Tab zugreifen. Wo ist der Kompass? Den könnte ich doch mir mal craften. Was brauche ich? Fiber? Ah, Metal? Und ich habe schon drei Metal? Wo habe ich denn die her? Stone? Equip a Fiomia with this to ride. Da ist Metal. High on mountains or in caves can be refined in a forge. A lump of unrefined metal ore mined from rocks. Mined from rocks. Ja. Ist wohl zu einfach gedacht, hä? Flint, Stone, alles klar. Da kann ich gar nicht draufhauen. So. Also gut, halten wir mal fest. Das bringt uns so nicht weiter. Aber es ist trotzdem ein toller Spot hier. Das haben wir jetzt mal gesehen. War jetzt ja auch mal ganz nett. Vielleicht sollte ich weniger mit der Axt rumlaufen. Also mit so einer Pickaxe, sondern eher mit einer richtigen Axt. Ui. Wow, habt ihr es gesehen? Der hat da wirklich ge gefischt. Was hat's denn hier sonst noch so? Was hat's denn hier sonst noch so Schönes? Boah, das Spiel begeistert mich echt. Das ist ja wirklich genial gut. Muss ich hier bloß ein bisschen gucken, was es hier noch so hat. Also auf jeden Fall finde ich wieder zu diesem Spot. Das scheint mir jetzt nicht das Problem zu sein. Wie sieht es aus mit was zum Essen? Das sollte ich langsam wieder. Und trinken sollte ich auch. Fleisch habe ich auch jede Menge. Sobald ich ein Feuer habe, kann ich auch wieder ordentlich was essen. Warm ist mir auch wie Bolle. So, ich kann mal ein bisschen in die Nähe vom Wasser gehen. Das wird mir schon mal helfen, meinen Wasserhaushalt aufzufüllen. Hör, ist das Wasser hier so niedrig?
halte mich von denen da, glaube ich, lieber erstmal fern. Von denen aber auch. Boah, da hat es ja so ein. Wie heißen die nochmal? Mensch, Meier, hätte ich bloß aufgepasst bei Jurassic Park. Das ist auf jeden Fall. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich werde irre. Also zu nahe sollte ich ihm auch nicht kommen, aber es ist ein Pflanzenfresser, das weiß ich. Mensch, wie heißt denn das nochmal? Das ist ja der helle Wahn. Ich hoffe, es ist ein Pflanzenfresser. Hey, Junge. Wehe. Wehe. Das ist kein Pflanzenfresser. Hier ist voll der Betrieb, Mensch. Voll viele Tiere. Okay. Aber mir scheint, ich bin jetzt wieder hier in der Nähe meiner Base. So, nichts hier weg. Und zapparazap. Da bin ich. So, Light Fire. Please light my fire. Du, du, li, li, du. Access Inventory. Und dann. Ach, da haben wir ja. Spoiled Meat. Eigentlich könnte ich das auch darüber transferieren, oder? Nee, das kann ich nur droppen. Das kann ich transferieren. Transfer. 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 Konsum. So, dann esse ich jetzt halt erstmal ein bisschen Fleisch. Bis ich wieder bei Kräften bin. Zu trinken, das ist alles okay. Auch mit dem Gewicht alles okay. Ah, ich habe schon wieder einen Punkt, den ich verteilen kann. Soll ich mal versuchen, das so ein bisschen gleichzeitig so, also gleichmäßig? Crafting Skill, wie wär's mit Damage? Oder Movement Speed? Ah, Movement Speed. Dann habe ich hier ja wieder die Engram Points, schon wieder. Storage Box, die mache ich mir jetzt mal. Die will ich gern lernen. So, jetzt habe ich noch 8 Punkte. 8. Muss noch ein bisschen gucken wegen meinem Fleisch. Ob das, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das hier, zum Beispiel bei der Forest ist es ja so. Transfer. Bei der Forest ist es so, dass man die Dinge können verbrennen. Und wenn sie mal verbrannt sind, dann kann man sie nicht mehr essen. Echt ein bisschen ein Problem. So, oh, jetzt bin ich mittlerweile wieder am Start. Hä, muss ich jetzt jedes... Wie kann ich denn eigentlich nur ein einziges Fleisch darüber transferieren? Das wäre halt auch mal ganz clever zu wissen. So. 93 Holz. Kohle. Created by burning wood. Okay, dann machen wir das mal wieder aus. Also das mit dem Feuer, das finde ich echt genial. Finde ich gut. Und jetzt habe ich auch eine schöne Hütte. Alles cool. Ich war stehen geblieben bei der Sache mit den Engrams. Da kann ich mir jetzt nämlich nochmal ein bisschen was erlernen. 8 Engrams habe ich noch. 8. Was ist das da? Ein Bogen. Requires Slingshot. Oh, das ist... Oh, shit, Mann. Das ist die Pflanze. Das brauche ich, um meine Sachen anzupflanzen. Ah, dann spare ich mir die Engrams lieber auf und warte mal ab, bis ich wieder ein bisschen... bis ich wieder ein bisschen was gesammelt habe. In der Zwischenzeit kann ich ja mal gucken, was ich craften kann. Was von den neuen Sachen kann ich dann craften? Das hier könnte ich schon fast craften, da fehlt mir gar nicht mehr viel. Das da oben habe ich alles, genau. Ja. So, hier. Crystal. Bad.
Thatch, Hide, Wood, Fiber. Eigentlich lauter so Standard-Dinge. Ich mache die Tür zu. Fertig. So, Leute, ich mache hier mal einen Cut. Morgen schauen wir dann mal, wie ich aus dieser brenzligen Situation wieder rauskomme, falls es überhaupt eine brenzlige Situation ist. Das finden wir noch raus. Ich brauche wirklich ein Fenster. So, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Dies ist das Spielemagazin und ihr seid die Besten. Bis morgen. Tschüss.